Mystic Ruins, ja, tatsächlich. Hab ich voll aufgepasst, ey. Adventure Field. Warum bist du jetzt wieder zurück? Ich fand die Idee so lustig. Das Bild. Er sieht das nächste Level. Das ist auch nicht so ins Nichts und keine Musik. Oh fuck. Wieso ist da keine Musik? Maybe I can get away. Das ist kein einziges Geräusch. Guys? Ah. Oh Gott sei Dank. Oh. Oh Gott. Hallo? Das ist doch Sonic Boom hier. Nee, sieht besser aus. Stimmt. Oh Gott. Komm, wir gehen mal zu Tales. Guck mal, da haben sie vergessen, den Button zu Xboxen. Unten rechts, Return to the Game. Ja. Ich finde das so komisch, dass die Spiele so offen sind. Ja, das waren sie aber und tatsächlich so immer frei schon. Frei rumrennen und... Ist vielleicht ein bisschen deswegen auch, dass es alles nicht so gut ist. So, hallo, was ist mit dir? Okay, das sind Tipps, die mir geben. Ja, vielleicht kommt das auch durch Mario 64, weil das halt dieses Schloss hatte und so. Bin ich hier? Bin ich? Was ist mit der Musik los? Wir sind nicht in der Wüste, wir sind... What's happening? Tales Workshop ist da hinten irgendwo. Okay. Boah. Ist doch hier... Hä? Wie das aussieht. Wie komme ich denn dahinter? Weiß ich nicht. It is a Sonic, dachte ich erst wieder. I am Dr. Robotnik, the greatest scientific genius in the world. Whatever you say, Eggman. Enough! I've got the big. Verstehst du, weil der in Japan hier. Und aber beides benutzt. Aber jetzt mal Eis haben. Du sprichst diesen Sonic-Charakter jetzt! Und wenn es das Letzte ist, was du tust! Ich hab das Gefühl, ich gucke gerade Dragon Ball Z Banter zu. Ja, das war's ja auch. Kann jetzt ein Bossfight? Wahrscheinlich, ne? Aber erstmal, siehst du ihn? Tom, da ist ein Raumschiff mit Eggman drin. Siehst du ihn? Siehst du es, Tom? Da ist ein Tom. Tom, da ist ein Raumschiff mit Eggman. Wann kam das Spiel raus? Tom, da ist ein Raumschiff mit Eggman. 2007. Ich weiß es nicht. Ich war im 99 oder 2000, muss gehen. Ich habe keine Ahnung. Heißt das war ein Jahr vor Metal Gear Solid 2? Oder wann war denn die Dreamcast? Oder war es 8, 9? Nee. Mir gerade wirklich nicht sicher. Das ist wirklich das schlechteste Raumschiff, was ich je gesehen habe. So ein Eggman. Robotnik. Warum? Ey, bau einfach mal einmal ein Maschinengewehr dran, ne? Wo ich nicht ausweichen kann, weil es einfach zu schnell schießt und schon ist die Sache gegessen. Das ist ein Igel. Du bist könnte ja zu schnell ausweichen. Du bist ein Wissenschaftler, weißt du, wenn du keinen Igel besiegt bekommst, hast du irgendwie auch nicht verdient. Ach komm, was? Guck mal! Ich soll mich nicht über diese Scheiße aufregen. Das ist nicht wert. Das ist kein FIFA. Du hast ihn ja auch schon fast wieder besiegt. Ich bin doch echt gut hier im Sonic-Spiel. Warum müssen die überhaupt Lebensanzeige haben, wenn du sie doch nur dreimal treffen musst? Vielleicht beim Ende wird es einmal alles anders, als ihr das. Gott, irgendwie diese Ansage von ihm erinnert mich so an F-Zero. Als ihr das. Okay. Saving. Das alles wirkt halt alles so wie gerade so programmiert, dass es zusammenhält. Guck mal, Sonic, ich hab noch einen Stein gefunden! Oh, der läuft auf der Stelle. Ach, Tails, du bist doch der größte Idiot! Warum hänge ich doch mit dem ab? Der ist mega uncool, der spricht wie ein Zehnjähriger. Hat mehrere Schwänze. Fanservice muss bewahrt werden. Hallo, ich bin Chaos Null. Oh, isn't that the same monster I saw the other day? Yep. Hat doch David Cage geschrieben, ich merke das doch. Echt geile Duschszene mit Tails, ey. Mm. Mit Eggman. Nee, diese Amy, deswegen. Amy, das war doch das erste Spiel, wo diese ganzen anderen Charaktere noch kamen, weil. Ich glaube, da wurde es erweitert. Ja, genau.
Und eine, diese Bat ist doch so voll sexualisiert. Ja, es gibt ja eine, so ein Herz auf der Brust. Genau. Das ist die. Was hat er denn an seinem Arm? Ich weiß. Robotnikland! Ja, renn einfach Tails hinterher, da gibt die schon irgendwo. Ja, ich hab das in meine Kaffeemaschine getan. Schmeckt der Kaffee leckerer. Warum klingt dein Tails wie Mickey Mouse? Das wäre ein Fortschritt. Das ist alles so komisch. Jetzt habe ich ja nicht zugehört, wo der hin will. Hat er gesagt, wo er wieder hin will? Müssen wir das noch weiter spielen? Ich will das, Tom, ich bin drin. Was hat er gesagt, wo der hin will? Ich war zu sehr damit beschäftigt, nicht hinzuhören. Die Musik war auch so laut. Oh Gott. Oh, ist doch eine Startbahn oder so. Guck mal, wie das hier einfach. Oder ist einfach schlecht, wo der liegt. Das könnte natürlich auch sein. Das war früher in 3D-Spielen so, das hast du ganz oft gesehen. Die League ist wirklich eigenartig. Das hat der Tails. Das ist alles so eigenartig. Das ist wirklich komisch. Surreal. Ja, das ist eigentlich so von Yoko Taro, da steckt ganz viel hinter. Das ist ein psychedelisches Experiment. Aber hat er nicht zu den Ruins? Sonic Adventure. Er kommt doch zu den Ruins. Ruins. Truck. Mann, das ist sprechen nicht der gleiche Knopf. Okay. Es wäre alles so viel simpler, wenn man die Levels einfach so auswählt. Aha. Ja, das war ja bei Sonic Boom auch so ein Problem. Dass man einfach ab und zu nicht wusste, was. So, hä? Was? Ich glaube, das ist mein Sonic Review der letzten 12 Jahre. Hä? Warum? Vielleicht kann Fabian mir das beantworten. Es ist so komisch, dass zwischendrin Generations gut war. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, nee, machen wir nicht mehr. Nee. Fickt euch. Das war ein Jubiläumsding. Habt ihr Spaß dran gehabt? Ne? Ja, nee, hier ist Sonic Boom. Das war keine Absicht. Tut uns leid. Ja, vor allem Sonic Boom ist jetzt der große neue. Also es kommt jetzt ein zweites Sonic Boom Spiel noch. Franchise. Ein Sequel, aber doch nur für den 3DS, ja. Ja, weil für Wii hat sie ungefähr, glaube ich, 3-mal verkauft. Zu Recht. Guck mal, die sagt mir doch, jetzt, wo wir hin müssen. Aber dazwischen haben sie auch Mystic Ruins. Aber wie du gerade wieder auf der Stelle ein bisschen geschwebt bist. Aber dann war ich doch da richtig. Eigentlich schon. Sonic Lost World war ja dann zwischendrin nochmal so ein Experiment. Vor Boom. Ja, vielleicht spielen wir das auch mal, wenn der Thomas also gesagt Sonic Colors soll ja auch ganz okay sein. Genau, Colors. Ja, Colors. Aber die ganzen anderen Wii-Spiele, also Black Knight, das gibt's ja noch was. Oder Aladdin, glaube ich. Unleashed soll auch furchtbar sein. Unleashed soll furchtbar sein wegen den Nachtszenen. Aber die Tagesszenen, die sich halt spielen wie Sonic Generations, sollen okay sein. So. Versuchen wir es mal bei West Cave. Sind wir gerade in der Nähe. Hallo? Nee, hä? Das wäre einfacher gewesen, wenn man zugehört hätte. Ja, ich bin mir sicher, der ist ja auch nicht mehr. Hey, ist die West Cave gerade offen? Meine Fresse. I really need to explore this mountain. Warum? Zum Pokémon. Da war so ein Tipp-Ding. Was? Links. Was war das hier? Das ist ein Pokémon-Trainer. Muss ich immer noch zu Tails Workshop? Ach komm, wir sind ja hier oben gegangen und dann ist die Katzen getriggert, also müssen wir schon einfach weitergehen. Weißt du? Aber wie kommen wir denn zu Tails Workshop? Da hinten. Geh doch einfach mal da weiter. Ach, das ist der, okay. Aber wir sind noch nicht reingegangen. Hm. Okay. Where's Sonic? Fuck you! Hallo. Oh Mann. Was ist das für ein Raum? Why is this happening? Was liegt denn da vorne? Ein Kaktus. Oh. Was? Stone. Looks like a key. Ich habe einfach X gesucht. Ach komm schon.
What? Kann ich das jetzt schütteln? Nee. The Windstone. Design must mean something. Kann ich das da oben drauf? Ich hier drauf? Ich glaube nicht. Ja, das könnte auch so richtig sein. Man weiß ja nie in diesen Sonic-Spielen. Hier darin vielleicht? Hey, Sonic Tails, guck mal. Bitte. Deal with this shit. Okay, pass auf. Wir sind jetzt hier. Windy Cave, vielleicht muss da der Windstone hin. Hey, ohne Windstone. Respekt vor dir, 6. Ich hab grad die ganze Zeit nichts gedrückt. Ja, ja. Ich habe nichts gedrückt, während das ganze. Mann! Krieg ich hier nicht mehr aufnehmen? Oh, ist was? Der ist weg! Liegt der jetzt wieder davor? Ja. Boah. Okay, Windy Cave, pass auf, die muss doch dann hier. Theoretisch. Leider sehe ich nicht, wo ich. Ja, aber doch. Nee, der war doch da. Der Chalk war da hinten. Da war ich gerade da. Also müsste die Windy Cave hier jetzt sein. Da. Oh, boah, Tom, da du bist so smart. Das ist unfassbar. Keys floating. Als ob du das Spiel nicht lieben würdest und schon 10 Mal durchgespielt hast, Tom. Ja, ich geb's zu. Ich bin auch der Gründer. Okay, jetzt können wir noch ein richtiges Stage spielen. Der größten Sonic-Fan-Seite Deutschlands. Bist du Master Odenko? Kennst du nicht, ne? Nee. Du willst ein Videospieljournalist sein. Sorry. Ja, solltest du dir auch mal genau drüber nachdenken. The wind is making an invisible path. Don't be afraid. Okay! One could say, the wind is pushing me. Maybe. Oh. Wir haben vergessen, den Boden zu modellieren. Windstage, I guess. Ja auch? Woher soll ich denn wissen, wo jetzt ein Invisible Path ist? Obwohl ich einfach. What? Naja, weil da die Blätter schweben. Wow, what? Wow, oh mein Gott. What's happened? Wie ist das denn passiert? Bin ich? Das war richtig. Das war. Ach, du bist im Tornado jetzt. Oh mein Gott. Meine Güte. What is happening? Ach, was? Okay. War das wirklich mal gut? Irgendwann mal. Oh Gott. Oh nein. Oh. Was? Oh. Ich meine, du kommst ja voran. Respekt. Ich wach auf, ich weiß nicht. Ich habe noch nie so wenig Kontrolle gehabt. Ah. Okay. Wie Sonic eigentlich schon damals. Was, jetzt ist es plötzlich so Stufen. Naja, weil sie halt damals, was sie nicht gerafft haben, ist, dass sie die ganze Zeit versuchen, das Konzept eines Endless Runners zu finden. Und das haben dann ganz viele Mobile-Entwickler vor ihnen gefunden. Und jetzt gibt es ja auch einen Endless Runner Sonic und so. Der ist sehr erfolgreich. Der ist sehr erfolgreich, Sonic, ja. Es gibt auch schon einen zweiten Teil davon. Warum es einen zweiten von einem Endless Runner gibt, weiß ich auch nicht, aber. Große Überraschung. Hat mir Fabian Mario Döller per Mail geschickt. Hat er gesagt, hier, guck mal. Das ist 3 Milliarden mal runtergehört. WhatsApp! Alter. 15. Boah, das ist wirklich. Oh mein Gott! Ah. Oh nein! Ah. Das sind ja keine Kamerafahrten so richtig. Das ist ja einfach nur hin und her geschnitten. War ich hier nicht schon? Nee. Keine Ahnung. Ich drücke einfach mal oben. Okay. Ich meine, es ist schön schnell. Ja, aber das ist eigentlich eher ein Problem. Weil es ist nicht kontrollierbar. Ich war ja doch schon. Nee. Oh Gott, boah, warum bin ich. What's happening? Hilfe! Tom! Wie die Kamera. Ich glaube, ich habe einen Anfall. Was ist denn? Oh Gott.
Jetzt passiert. Da ist der Kristall. Okay, du hast durchgespielt. Ich will dich. In 3,5 Minuten. I'm fucking done. Oh Gott. Und wir starren auf Tails Hintern. Nimm deine Schwänze aus meinem Gesicht. The train headed for Station Square will be departing soon. Okay, I guess. Hattest du Spaß? Ich hab grad wirklich, als ob ich eine Panikattacke gehabt hätte, fühle ich mich. Weil's halt dich dieses so Spiel ist eine. Hin und her, es ist wie, du bist, wirst gebullied auf dem Schulhof und so hin und her geschubst. Ja. Und kannst du ja nicht kontrollieren. Ich meine, es ist schön schnell, aber. Ja, das ist sehr gute. Oder es ist auch, du in einem Zug sitzt, der sehr, sehr schnell auf eine Klippe zufängt. Er ist ja ganz schnell. Also ja. Ist ja richtig, aber trotzdem werde ich, hab ich gerade ein bisschen Angst. Ist ein bisschen unangenehm. Ja. Hört bitte auf. Oh. Okay. Würde ich ja gerne mal weiterspielen irgendwann. Sonic, ja. Tschüss. Tschüss. Ich zittere wirklich. Meine Güte. Oh.